damit herzlich willkommen zurück hier zu unserem Let's Play Alan Wake. Und nach dieser fast schon Unfallserie letztes Mal hier, bin ich ganz froh, dass wir jetzt erstmal zu Fuß hier lang gehen dürfen. Und uns irgendwie um die Ölflecken hier manövrieren können. Und nice, wir haben 3 Leuchtfackeln. Ich habe letztes Mal, glaube ich, alles verballert, was wir irgendwie hatten. Oder haben wir die verloren? Oder was ist nicht? Oh, scheiße, Fässer, das heißt Gegner. Gegner, ja. Das war doch klar. War doch sowas von klar. Leuchte ich da? Ich leuchte erstmal da. So, wir. Oh, guck mal, Schrotflintenmunition. Oh, fuck, da kommen noch mehr von vorne. Sag das doch. Oh, so eine Scheiße. Aber wir müssen durch, wenn wir jetzt schon mal hier dabei sind. Oh, fuck. Und da haben wir uns selbst mit angepisst. Oh, scheiße. Und der haut uns natürlich gleich eine über den Latz. Oh. Und der auch nochmal. Ja, bitte alle heute. Wer will noch, wer hat noch nicht. Ich will hier weg. Nein. Da vorne war schon das Licht. Ah, fuck. So. Ja, Leute, es kommt halt einfach davon. Ne? Wir spielen das Ganze hier, wie gesagt, auf Albtraum. Also nimmt es mir echt nicht übel, wenn ich mal ein paar Mal öfters sterbe. Und ich vergesse auch gerade wieder vor, dass wir eine Pumpgun dabei haben. Die ist jetzt natürlich relativ praktisch hier. Wo wir auch einfach nur diese Fässer hier mal sauber zerschießen können. Hier liegt noch ein bisschen Munition, habe ich gerade gesehen. Au. Ach ja, von vorne kam schon wieder. So. Die Revolver-Munition, ach, die brauchen wir gar nicht so dringend. Leuchtfackel, die sind mir langsam ein bisschen zu nah. Und dann können wir eigentlich gleich mal hier das Teil damit machen. Und, oh, du bist mir auch ein bisschen zu nah, Kolli. Oh, sauber ausgewichen hier. Und jetzt lauf, Alan! Lauf ins Licht rein und sie sind verschwunden. Hui, Leute, so. Jetzt haben wir erstmal hoffentlich ein ganz klein bisschen Ruhe. Wir sind ja gerade, wie gesagt, hier einfach nur, falls ihr jetzt einschaltet. Auf dem fast finalen Weg hier. Ich traue mich gerade nicht wirklich zurückzugehen, um hier die Manuskriptseite mal aufzunehmen. Da vorne ist noch Schrotflintenmunition, aber die werden Gegner wieder kommen. Deswegen laufen wir wieder zurück. Und außerdem, oh, wie geil, hier steht auch noch ein Auto nebenbei. Wobei, ich hatte mich eigentlich so gefreut, jetzt hier zu Fuß zu gehen. Aber egal, wir probieren es einfach nochmal. Vielleicht soll ich dieses Mal ein bisschen besser. Und ja, also wir sind jetzt gerade hier fast am Finale und ich müsste da rechts abbiegen. Und versuchen halt jetzt das Dunkle hier am Cauldron Rake aufzuhalten und unsere Frau wieder zurückzubekommen. Ein für alle Mal. Und da scheint es eine Kiste zu geben. Oder ach nee, wir müssen die Tür aufmachen. Ach du Kacke. Ach du Kacke, ja, das klingt nach, das sieht dir, das sieht sowas von nach Schrotflinte aus. Sollen außen rum gehen? Da steht, wir sollen außen rum gehen. Das Schlimmste ist einfach immer, wenn sie einen noch nicht angreifen, wenn man noch nicht weiß, von wo sie kommen könnten, wer kommt, was kommt. Hat da nicht gerade irgendwas geleuchtet? Da, eine Kiste! Ah, was geht? Jetzt ist er da. Und ich kann ihn wegballern und du bist auch da. Und ich kann den beiden Revolver rausholen, weil der Fuzzi ja echt ein bisschen zu klein ist. Um da die wunderschöne Schrumpflippen-Munition zu verballern. Und das war's auch schon. Sag ja, und oh, wie geil. Blendgranate, Leuchtfackel, Blendgranate, was geht hier ab? Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. So, ich glaube, wir müssen jetzt aber doch noch vorne rein. Irgendwie in den Eingang da von diesem Gebäude hier. Können wir mal kurz hier speichern quasi, dadurch, dass wir einfach ins Licht laufen. Ist auch sehr nice. Allerdings speichert er auch automatisch, glaube ich, jedes Mal, wenn wir Start drücken, meinte ich. Ja noch, warum lebst du noch? Stirb, frisst das Licht und die Kugel.
Auto. Nee, ich bleib lieber bei der Pump Gun. Jagdgewehr. Was soll ich mit dem scheiß Jagdgewehr? Nee, danke. Apropos Pump Gun, die könnten wir auch mal rausholen, durch nachladen. Hier ist noch ein bisschen Batterien. Oh, wir haben auch eine krasse fette Handlampe, ist ja mega nice. Und hier oben ist es ruhig. Waren wir hier nicht schon mal? Sieht irgendwie ziemlich aus wie ein anderes Gebäude, aber nee, das war, hier waren wir noch nicht. Oh, eine Manuskriptseite. Sehr schön. The Poet and the Muse. Text von Old Gods of Asgard. Ja, okay, Leute, seid mir mal nicht böse, aber den Songtext überspringen wir einfach mal. Sind halt die Lieder, die man hier nebenbei noch gehört hat im Spiel. Also zumindest die Endgame-Lieder der Old Gods of Asgard. Und, ach, wie cool, wir haben hier sogar noch eine Karte vom Spiel, von dem Ort hier. Von Bright Falls. Sehr nice. Nee, aber die müssen wir jetzt nicht nochmal alle durchlesen. So, und wir stecken die Leuchtpistole schön weg. Fuck. Was machst du denn hier schon? Chill doch mal kurz. Alter, ich dachte jetzt irgendwie, ich habe da Stimmen gehört und dachte, die wären draußen oder so. Aber dass der jetzt direkt immer hier bei mir direkt auf einmal aus dem Nichts auftauchen muss. Hartnäckige Typen. So, nimm einfach mal das neue Auto hier. Obwohl das alte hat eigentlich gar keinen Schaden, aber egal. Ich stand gerade so praktisch da. Und, achso, das sind nur kleine Gegner, ich wollte gerade sagen, was denn jetzt plötzlich für Musik. Und au. Das ist, hallo, warum kommen wir da nicht rüber? Achso, weil wir da nicht ordentlich raufgefahren sind, ich wollte gerade sagen. So, und mal sehen. Wir müssen wahrscheinlich hier irgendwo ins Licht. Ich parke mal das Auto ein bisschen ordentlich hier, ne? Wollen wir ja nicht vollkommen wie der letzte Affe dastehen. So. Und ja, das sieht mir auch wieder nach einem schönen Schrotflintengebiet aus. Und hey, noch eine Manuskriptseite und noch Munition und alles. Oh, nice. Ich bin ja richtig verwöhnt hier. Zane schnitt ihm das Herz heraus, doch es starb nicht. Das Ding, das Barbaras Gesicht trug, säuselte Nichtigkeiten, Zucker vermischt mit Gift. Er zog den Anzug an und band das Monstrum vom Stuhl los. Das Ding in seinen Armen wehrte sich schwach, aber er hielt es fest. Er trat hinaus vom Pier herab und in das dunkle Wasser. Ein Nadelstich des Lichts, der einem Boden entgegensank, der nie kam. Was? Sehe ich ganz genauso. Was auch immer du mir sagen wolltest, ich sehe es genauso. Gebe dir einfach nur recht und stimme dir zu. okay, so, und oh nice, wir haben noch Leuchtpistolen, Munition, Blendgranaten, Leuchtfackel und wir können das Teil hier einschalten, was auch immer wir damit tun. Ich weiß es echt nicht, also zum Cordial Lake werden wir dadurch jetzt wahrscheinlich nicht direkt lang. Achso, jetzt haben wir ein anderes Teil eingeschaltet. Das ist auf jeden Fall praktisch, weil Teile einschalten, um Teile einzuschalten, ist immer eine gute Idee. Jetzt werden hier Gegner kommen oder so. Unser Auto sieht auch irgendwie, das sieht voll kaputt aus. Und was? Ein fucking Bagger! Fucking Bagger! Schnell, 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 schnell. Oh, fucking Bagger. Hä? Ach was, das Teil hier hebt sich ja jetzt, mach doch mal hin. Alter. Okay, der Bagger bleibt gerade stehen. Nee, er bewegt sich. Oh, shit, Leute. Scheiße. Scheiße. Okay, okay. Oh, Alter. Oh, verdammt, das war jetzt aber echt knapp. Also, das war ja, wir waren ja direkt neben dem Bagger. Oh, meine Güte. So. Und, ey, wie viele Fahrzeuge hier einfach so rumstehen. Vor allem, die haben noch alle zu so einer irgendwie Lichtarbeitselektrikerfirma oder sonst wie gehört. Oder Leuchttechnikfirma. Ich weiß nicht. Aber ist ja auch egal. So, Hauptsache wir haben Auto und fahren damit nicht gleich in den Abgrund hier. Weil der Zaun irgendwie ziemlich stabil ist, dafür, dass das so ein lappriger Holzzaun ist. Ich habe kein gutes Gefühl dabei hier, Leute. Aber ich meine, was wollen wir auch erwarten hier? So. Als ich Barry im hellen Raum von meinem Plan erzählte,
hatte ich so getan, als wüsste ich, was ich da tat. Es stimmte nicht. Mein Werkzeug war die wabernde Logik eines Traums. Ich musste mir den Weg zum See durch die Schrecken der Nacht erkämpfen. Ich musste einen alten, ramponierten Lichtschalter aus Kindheitstagen anknipsen. Ich musste ein glückliches Ende für eine Horrorstory finden. Ich musste meine Frau aus ihrem dunklen Gefängnis befreien. Ja, okay, wunderbar. Also was wir tun müssen, wissen wir jetzt, aber wie, haben wir immer noch keinen Plan. Also... Das war nur Alan, der gerade gekeucht hat. Ich habe mich gerade voll erschrocken hier. Meine Güte. Ich bin gerade voll auf Hochspannung. Ich weiß, was... Warum? Oh, shit. Oh, shit. Schon mal vorbereiten. Hier wird irgendwas kommen. Pumpgun, Schrotflinte, Blendgranate. Ja, hier wird was kommen. Ich sehe da einfach nur den Scheinwerfer und ich hoffe, dass der uns jetzt hier erhalten wird. Ich weiß es. Ja, okay, die Gegner kommt von hinten. Warum ist die Kamera so komisch runtergegangen gerade? Man war noch dran. Ich dachte, wir wären schon. Ich dachte, irgendwas wäre kaputt. Obwohl, wir können, glaube ich, auch das Licht hier neben uns anschalten, oder nicht? Oder was? Nur eine Goldfackel, die Goldpistole. Au, 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 au. Boah, wir haben 10 Leuchtfackeln, ja, da können wir die gerne mal eine abgeben. Ja. Leuchtblendgranaten. Und habt ihr nicht den Weg frei gemacht? Nein, habt ihr nicht. Hallo, ich wollte gerade sagen, also irgendwann ist aber Schluss belustigt. Ich glaube, da kommen sogar noch mehr von vorne, oder nicht? Ja. Verreck! Junge, bist du bescheuert? Jetzt verreck doch einfach. Okay, danke. Boah, das war eine gute Idee, hier auf den Leuchtdings dazu zu laufen. Oh, wir hätten uns hier auch einfach verschanzen können. Mit Leuchtfackeln und das Ding hier einfach wegputten. Jedes Mal, wenn er keucht, habe ich hier irgendwie voll Schiss, dass irgendwas uns in den Rücken fällt. Also habe ich die ganze Zeit. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, schlimm heute. So, und hier müssen wir wieder raus. Jupp, Freudensprung. Muss auch mal sein. Oh, fuck. Na gut, da geht's wieder um tief runter. Da laufen wir nicht lang. Oh, und hier ist Licht. Hier ist Licht. Ich sagte, da ist Licht. Hier ist Licht. Geh weg. Geh weg. Hier ist Licht. Mein Licht. Tolles Licht. Schönes Licht. Ich mag dich nicht. So. In der Ferne sah ich den Mirror Peak. Dort war der Cauldron Lake. Was? Das ist aber noch ein gutes Stückchen, mein Freund, ne? Das ist dir klar, also der Alan ist ja ganz schön sportlich hier, also das ist ein krasser Wanderausflug, den er hier insgesamt unternimmt, ne? Muss man ihn mal schön lassen. Boah, wow, was haben wir dabei, Leute? Mittlerweile 7 Leuchtpistolen, Munition, Teile, Revolver voll, Schrotflinte, Leuchtfackel. Alter Schwede. Krass. Gefällt mir. Oh cool, kriegen wir jetzt hier... Was war das gerade? Bremsen lösen? Kriegen wir jetzt hier eine kleine Fahrt oder wie? Oh, wie geil ist das denn? Ui. Oh nein, Vögel. Oh nein, warum sind da so viele Vögel schon? Ich sehe das doch schon am Himmel. Ui. Ich bin fast wie im Urlaub. Ah. Oder im Vergnügungspark oder wie auch immer. Nur ohne die Vögel. Also, oder mit Vögel halt.
hoffe, das war schon geflogen. Oh, die können wir echt stundenlang so. Das Teil fliegt natürlich weg, aber wir laufen einfach erstmal dem Licht entgegen. Weil das Licht uns, also da werden die Vögel nicht aufgelöst, so wie die anderen Gegner. Sondern nur, wenn die da reinfliegen. Also wir können das Licht halt nutzen, um dann irgendwie die Gegner da reinzulenken oder sonst wo. Wissen, wie ich überhaupt lang kann? Ich habe gerade ein bisschen Schiss und leuchte hier einfach mal ein bisschen. Oh, wie geil wir auf, Alter. Junge, was geht denn ab? Wir haben 8 Schuss für unsere Leuchtpistole. Komische Geräusche, die mich verängstigen. Wir kommen hier so halbwegs irgendwie nicht lang. Aber auch irgendwie doch so. Ach fuck, jetzt sind wir wieder hier, wo wir waren. Achso, da müssen wir lang. Achso, ja okay, jetzt sag mir das doch mal einer. Oh ne, und ich höre auch schon die Vögel. So eine Scheiße. Na, hab ich's doch gesagt. Ich werfe meine Leuchtfackeln auf und das wird ein klein bisschen Zeit hier. Nein, haben wir natürlich nicht. Oh, jetzt mach schneller. Ruf, nein, nicht springen. Also, schieb das Ding runter. Im Moment haben die uns noch nicht so viel abgezogen. Und, oh, ich hoffe, wir können einigermaßen unbeschwert richtig fahren. Sehr schön, sehr schön. Und sind hier irgendwas anderes schon voll mies zugelegt. Ich halte hier einfach mal erstmal an der Leuchtfackel fest. In der Hoffnung, dass sie uns ein bisschen das Leben auffüllt. So, und jetzt wird gelaufen. Wir laufen, was das Zeug hält. Nein, hässliche Vögel, verpisst euch. Oh, nicht in die schwarzen Höhlen antreten. Und jetzt kommen Gegner oder Vögel. Und Gegner, und Gegner, und Gegner. Nein, nur Vögel, nur Vögel. Bitte nur Vögel. Oh, fuck. Oh shit, da vorne sind Gegner, ich hab dich schon gesehen. Ich hab dich schon gesehen, ich hab dich schon gesehen, Alter. Oh fuck, ihr seid doch bescheuert, Alter. Oh nein, da hat uns einfach so ein Vogelschwarm niedergemetzelt. Haben wir gerade irgendwo nochmal ein Licht oder so? Oh nein, ganz hin. Oh, verdammt. Warum haben wir jetzt nur noch... Hä? Waren wir unten schon bei dem Dings da? Ja, nee, jetzt waren wir unten noch gar nicht bei der Leuchtkiste, aber egal. Müssen wir jetzt nicht normal ganz hinlaufen, für ein bisschen Zeit. So, erstmal abgewehrt ein ganz kleines bisschen. Boah, die waren sogar so ein bisschen so dumm, dass sie ins Licht geflogen sind. Ich hoffe, wir haben jetzt ein klein bisschen mehr Zeit, hier um die Kiste runterzuschieben. Na komm schon, komm, schieb. Entschuldigung, aber es muss einfach mal gesagt werden. Nein, geht bloß weg. So, und davon. Ich sag, die geht weg. Ah, fuck, da war ich zu lange in der Ausweichbewegung noch. Au, verdammt, da schon neue Vögel. Und hier kommen ja gleich noch Gegner wiederum auch. Und ah, um die habe ich mir jetzt noch gar keine Gedanken gemacht, wie wir uns mit denen denn beschäftigen. So, ich werfe hier einfach erstmal eine Leuchtfackel und check erstmal aus, wo die Gegner sind da vorne und dann laufen wir einfach erstmal rein und haben einen Checkpoint im Licht. Oh, wie geil ist das denn? So, ich warte jetzt mal ein bisschen. Ich hoffe, dass die Vögel hier ankommen. Steht hier mal ein Typ draußen? Nein. Schrotflinte, wenn wir drin sind. So, wir haben volle Batterien, volle Schrotflinte. Müssen wir hier lang? Ja, wir müssen tatsächlich hier lang. Ich hoffe gerade nur, dass wir die Vögel hier abgehängt haben. Und oh, hier liegt ja überall nur noch Munition rum, unglaublich. Aber wir haben schon alles voll. Krass. So, und oh, wieder einfach mal wunderschöner Ausblick hier im Wald. Was ich auch sehr geil finde, ist, dass sie hier einfach mal die echte Skybox, also den echten Nachthimmel nachmodelliert haben, den Sternen. Also
die Anordnung der Sterne. Mist! Mist, Junge, was geht bei dir denn ab? Das ist nicht Mist, das ist, ich weiß nicht, das, also, da will ich mir doch selbst fast lieber die Schrumpflinge am Kopf legen. Oh fuck. Nee, nix da. Leuchtfackel! Das liegt an. Leuchtfackeln laufen. Ich sehe da vorne irgendwie Licht, oder? Es ist hell. Es ist hell. Ich hab doch gesagt, dass es hell ist. Oh, Leute. Aber der Schleicher ist immer noch da. Oder nicht? Oder ist er weg? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir erstmal wieder ein Munitionslager. Und, Batterien können wir nicht nehmen, aber sonst haben wir alles weggenommen. Boah. Machen wir uns hier erstmal weiter. Und das ist einfach gerade echt hier voll Hochspannung einfach. Weil hier im Moment einfach überall nur noch die absolute Kacke abgeht und Gegner kommen und die uns alle töten wollen. Verdammt nochmal, und ich will hier doch einfach nur durch. Mann. Lass bitte in Ruhe. Oh, wir haben noch mega viele Blendgranaten, fällt mir gerade ein. Ja, nee, ist klar. Da komme ich gerade nicht lang. Ich werfe ja einfach mal eine Leuchtfackel. Und eine Blendgranate. So, und ich laufe weiter. Einfach nur durch den dunklen Wald und die dunklen Bäume. Oh, an den Gegner vorbei. Verpiss dich. Oder ich knall dir mit dem Schrot eine von Nats. Ja, das können wir auch machen. Kein Thema. Dafür habe ich sie ja. Aber ihr kennt mich einfach. Ich bin nicht zu überaggressiv. Oh was, das hat sie nicht mal umgebracht, ihr seid doch bescheuert. So, ich werfe da jetzt einfach mal eine Blendgranate hin. Au. Jetzt mach nicht deinen bescheuerten Freundensprung. Schalt das Ding hier ein, das schaffen wir nicht mehr. Au, fuck. Oh, scheiße. Oh, das kann doch nicht dein Ernst sein. Aber hatten wir dann nicht eben gerade noch einen Speicherpunkt? Nein. Hatten wir nicht. Okay, Leute, und auf geht's. Einfach wieder nur laufen. Oh, wir sind da eben gerade so gut durchgekommen. Durch blindes Hinlandsprinten. Ich weiß nicht, wie wir lang gekommen sind. Ja, und ich weiß, es ist hier die Kacke am Dampfen. Ich hab's eben gerade schon gemerkt. Auch mein Leuchtfackel ausbilden. Weg. Hüpfen. Und laufen. Ich sagte laufen. Ja, okay, keuch dich meine Bühne aus und dann lauf. Leuchtfackel. Und hüpf. Wir müssen einfach mal zwischendurch ein bisschen hüpfen, um seine Ausdauer hier wieder zu regenerieren, damit er laufen kann und nicht ganz so langsam dabei zu sein, wenn wir das tun. Und warum sehe ich gerade keine Gegner? So, friss meine Blendgranaten. Ich lege mir noch eine Leuchtfacke hier hin und mache jetzt hier Licht. Ist auch geil, auf schwer muss man hier viermal drücken und nicht nur dreimal. Nur so nebenbei. Oh, ey, und damit haben wir auch die Etappe jetzt wieder geschafft. Meine Güte, ey, und wieder mein Munitionslager. Und ja, ich habe festgestellt, okay, bis auf die Leuchtfackel haben wir auch mittlerweile alles zwischendurch gebraucht, was wir gefunden haben. Tja, Leute, leider war es das auch schon wieder für heute mit unserem Let's Play Alan Wake. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch einen Like da und abonniert den Kanal, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Und außerdem checkt doch eine der beiden anderen Let's Plays noch ab. Im Moment hätten wir da einmal als GTA San Andreas und auch noch Destiny. In dem Sinne nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.